für den 1. FC Köln läuft die Abschiedstournee in 5 Akten aus Liga 2. 9 Spiele in Folge ist der 1. FC Köln ohne Niederlagen. Peter Stöger heute an seinem 48. Geburtstag. Ferze mit links. War nicht so schlecht und der Ball ist im Tor durch Tausch. 1-0 Union Berlin. Reschko geht, Punschitz kommt und Haas muss sich strecken. 11 Meter für den 1. FC Köln. Peschko geht rein und dann diese Aktion von Punschitz wird geahndet. Naja, aber er trifft ihn zwischen die Beine. Hennes. Und der Ausgleich. 1-1, 1. FC Köln. Sie haben auf dieses Auswärtstor gedrängt und sie holen es sich ab. Matuschka. Gut angedreht, aber abseits, abseits. Tor zählt nicht. So, Pause. 1-1 zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln. Man merkt, welch Potenzial beim 1. FC Köln in den Reihen liegt. 2 Siege braucht der 1. FC Köln noch zum Aufstieg in die Bundesliga. Da sind sie sich einig. Kalfa. Matuschik. Matuschik. Der hat Großes vor, wenn Köln aufgestiegen ist. Er will nämlich den Stall von Hennes ausmisten. Das hat er angekündigt. Erstaunlich, wie tief momentan Union Berlin den FC empfängt. Lassen sie bis an die eigene 16-Meter-Linie kommen, haben dann keinen Zugriff in den Zweikämpfen. Akquirin geht dort nur in die Beine von Peschko. Der stellt sich dort bewusst hin. Korrekte Entscheidung. Und diese Position ist schon deutlich besser jetzt für einen Helmes. Helmes. Klar, Helmes macht's. Helmes macht's und zwar ins Tor. 2-1, 1. FC Köln. Das kann der große Schritt in Richtung Bundesliga sein. Was für eine Erleichterung. Aus Rückstand macht Führung. Oh, damit trifft der Helmes zweistellig. Saisontor Nummer 10. Der Kapitän dieser Partie salutiert. Der Doppeltorschütze. Und Feierabend. 2-1 gewinnt der 1. FC Köln bei Union Berlin. Das war ein Megaschritt in Richtung Bundesliga.